sogenannten Gobelin-Zimmer der Fürstin Eleonore. Hier trank man Tee, führte Konversationen mit Gästen durch oder auch mit seinen Angehörigen. Zu Klinikzeiten befand sich hier ein Aufenthaltsraum für Patienten. Hier las man ein Buch oder spielte Schach, Halma oder auch Skat. Bereits unter Ludwig dem 16. hat man in Frankreich eine Manufaktur aufgebaut, in der man dieses wertvolle Gobelin hergestellt hat. Hier sehen wir das Gobelin mit einem königlich floralen Muster. Diese Manufaktur gibt es heute noch in Frankreich in der Avenue de Gobelin. Alles, was aus dieser Manufaktur geliefert wird, darf sich echtes Gobelin nennen. Alles, was nicht von dort kommt, ist als sogenannte Tapisserie zu bezeichnen.